Hallo liebe Community! In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ich unsere Bäume einpflanze. Dazu müssen wir das filigrane Bäumchen erstmal aus seiner Verpackung befreien. Es handelt sich hierbei um eine Eiche im Maßstab TT, also 1 zu 120. Eingesetzt wird der Baum allerdings auf einem Diorama in H0, also 1 zu 87. Bei der Wahl des Maßstabs würde ich also immer mehr auf die Proportionen achten, als wirklich auf das, was draufsteht. Was mir bei den Bäumen ganz besonders gut gefällt, ist die sehr feine und vor allen Dingen unregelmäßige Verästelung und die schöne Rinde. Sie sind farblich auch sehr variantenreich, es sieht also nicht jeder Baum aus wie der andere. Und sie sind aus feinen Drähten hergestellt, das heißt, man kann die Äste und auch den Stamm noch ein bisschen nach eigenem Gusto verbiegen. Und wenn wir jetzt sämtliche Transportsicherungen entfernt haben, dann bleibt dieser kleine Standfuß. Hier habe ich jetzt diesen Seitenschneider benutzt. Ihr seht, das ist nicht mehr der neueste und das ist auch ganz gut so, denn einen ordentlichen Schneider möchte ich mir jetzt hier nicht verbiegen. Damit versuche ich den Kleber, der hier ringsrum zu sehen ist, mit dem die unteren Drähte in den Standfuß eingeklebt sind, zu lösen und zu entfernen. Das geht natürlich auch mit einem Cutter oder mit einer alten Schere. Passt bloß auf, dass ihr euch dabei nicht verletzt. Ab und an hilft es dabei dann auch, wenn man den Stamm in diesem Fuß so ein bisschen hin und her bewegt. Dann sieht man zum einen, wo vielleicht noch etwas festhängt und man kriegt die Reste leichter gelöst und kann den Baum dann ganz locker aus dem Standfuß ziehen. Hierbei braucht ihr dann keine Sorge haben, wenn ihr den Stamm ein bisschen verbiegt, denn ich hatte vorhin bereits erwähnt, ist der Baum aus Drähten hergestellt, also der Rohling, und ihr könnt den Baum nachher, den Stamm, einfach wieder gerade biegen, so wie ihr ihn haben wollt. Jetzt noch schnell die Klebereste entfernen, die eventuell noch hängen geblieben sind, und dann können wir uns schon ans Einpflanzen begeben. Dafür benötigen wir einen Bohrer, der maximal den Durchmesser des Stammes hat. Denn wenn der größer ist, flutscht er uns natürlich durch die Platte durch. Aber wir wollen ja in der Regel nicht den Schattenbahnhof begrünen, oder? Als nächstes ist natürlich wichtig, dass wir die Position des Baumes ausmachen und uns kurz markieren, wo wir dann entsprechend das Loch bohren wollen. Ich handhabe es so, dass ich die Bäume verkehrt rum in die Schachtel stelle. Ihr seht, der ist richtig leicht, da verbiegt sich gar nichts. Und wie gesagt, man kann natürlich hinterher die Äste auch wieder gerade biegen. Außerdem geht mir deutlich mehr Laub flöten, wenn ich andauernd in die Krone fasse, um den irgendwo abzulegen, reinzustellen und anders aufzubewahren. Jetzt ist der Moment gekommen, wir können unsere alte Eiche vor diesem Siedlungshaus platzieren, dafür einfach in das Loch stellen und wenn alles gut gelaufen ist mit der Bohrerwahl, dann sollte der auch erstmal ganz gut stehen. So locker kann er natürlich nicht bleiben. Ihr könnt den jetzt festkleben oder, wie ich das noch im Anschluss machen werde, mit Spachtel so ein bisschen ringsrum den Rand gestalten, dass man vielleicht auch etwas Wurzelwerk sehen kann oder erahnen kann. Das Laub, was euch bei den Arbeiten verloren geht, ist nicht verloren. Das auf jeden Fall einsammeln, denn das kann man sehr gut für die weitere Gestaltung nutzen. In meinem Fall zum Beispiel streue ich das hier in dieser Ablaufrinne und an den Gully. Gut macht sich das Laub natürlich auch auf angrenzenden Dächern und unter dem Baum selbstredend. Und jetzt lassen wir die zwei Herren auf der Bank in Ruhe die alte Eiche genießen, im Schatten sitzen und sich an alte Zeiten erinnern. Euch wünsche ich viel Spaß beim Basteln.